Grüß euch alle miteinander. Heute sind wir am Nature Lake wieder für Fishing Profi on Tour für ein Match-Video. Das heutige Thema ist Lockstoffe, Fluch oder Segen. Wir werden dabei verwenden unsere Läuferroute, also unser Interceptor Float. Wir werden natürlich mit Laufschwimmer fischen. Wir haben da beide das gleiche Setup vorbereitet, der Mario und ich. Wir werden auch den gleichen Tag operieren. Ich werde dann einen Lockstoff verwenden, der Mario wird mit Burentag fischen und dann schauen wir uns das einmal an, was die Fische dazu sagen. Das ist jetzt unser Läufer, den habe ich montiert mit einem kleinen Karabiner. Der Vorteil ist, dass er schön hin und her gleitet bis zum Stopper und dass ich dann während dem Fischen auch meinen Laufschirm wechseln kann auf eine andere Farbe oder auf eine andere Grammatur. Wenn ich mal weiter ausfischen würde, dann nehmen wir so weit. Das ist recht kommod und für den Transport kann ich ihn runternehmen, dass er dann nicht kaputt wird beim Transportieren. Ich habe jetzt oben einmal einen Stopper für die Tiefe, unterhalb mache ich jetzt noch einen zweiten Stopper dazu, dass der Schwimmer nicht ganz bis zu der Bebleiung runterrutscht. So, das schaut dann so aus. Der obere Stopper kommt natürlich dann noch weiter nach oben, je nachdem wie tief das Gewässer dann ist. Das werden wir dann ausloten. Ich bin jetzt noch mein Montage da zusammen. In der Zwischenzeit wird der Mario einmal den Takt operieren. Grüß euch! So, der Mario hat jetzt den Tag schon schön operiert, ein bisschen nachgefeuchtet haben wir noch, jetzt werden wir einen Locker verwenden. Ich verwende unseren Matchwinner Frutti di Mare, mit einem schönen Sprühaufsatz, einfach nachträglich ein paar Spritzer draufgeben und unterrühren. Grundsätzlich für die Lockerverwendung ist es besser, wenn man zuerst einmal pur seinen Tag operiert, mit einem puren Tag fischt, und dann vielleicht ein bisschen vom abgerührten Tag in eine extra Schüssel gibt und dann sein Locker abrührt und verwendet, dass man mal probieren kann, wie es mit dem Burentag geht, dass nicht der ganze Tag gleich verhaut ist, falls es nicht funktioniert. Aber heute geht es ja um Fluch oder Segen, Lockstoff mit oder ohne. Der Mario fischt ohne, ich mit, darum tue ich gleich von Anfang an einen Lockstoff rein. Aber mit unseren Sprühflaschen kann man auch nachträglich das super dosieren und einfach was probieren. Und jetzt schauen wir. Ich schwelle ganz kurz. Ich schaue, wie meiner gleich untergeht. Ja, genau. Der helle Bord. Wie meiner gleich untergeht, so schau nicht, wie deiner gleich untergeht. Er dröhnt schon. Irgendwo anknuckelt. Bist du im Schussmodus? Ja. Der hat aber schön gefressen, gell? Oh, richtig, original gefressen. Also nach den ersten 10 Sekunden ist der Lockstoff einmal der Fluch. Momentan. Eingenetzt, super. Ja, so ein Radar. Mario, ich bin dir auf den Fersen. Auf den Fersen. Aber es hat trotzdem 20 Sekunden gedauert. Aber ich glaube, das war, weil ich weniger weit ausgeworfen habe vielleicht oder so. Glaube ich nicht.
Und weg ist er. Danke, danke. Und ab ist er. Schön gebeißt? Ja. Wir müssen einen Leiferwechsel machen, Mario. Ein Leierwechsel. Ein Leierwechsel. Das sind aber eine hochgruckerten Kreidelkapfen. Ja, Petri, Mario. Ja, danke schön. Spiegelkapfen. Zweiten Aussicht überbordet. Ja. Ich hab schon gedacht, der Bahnholz wird bald blären, warum hilft das denn nicht, weil schon das zweite Mal so rausgefahren ist. Wir haben jetzt eine Stunde gefischt, es war lustig, wir haben beide super Fisch gefangen, der Mario 7, ich 5. Ja, anscheinend
war der Locker da jetzt nicht unbedingt Fluch, aber Segen auch nicht. Unser purer Tag, der Cup Secret Find, den wir abgeredet haben, geht purer auch perfekt. Der Mario hat 7 Fisch gefangen, wie gesagt. Ich habe vom Lockstoff her das Frutti di Mare, ist ein fischiger Locker. Wir haben einen Haufen Rotangbrut drinnen. Ich habe gedacht, vielleicht fressen sie auch ein bisschen die Köderfische oder die kleinen Rotaugeln zusammen, dass sie auf das Fischige anspringen. War jetzt nicht unbedingt der Fall. Ja, was kann man sonst noch sagen? Der Mario hat ein bisschen größere Fische noch gefangen. Vom Durchschnittsgewicht her. Sonst haben wir eigentlich beide eh relativ ähnlich gefangen. Ein paar Fische sind noch abgekommen. Verwendet haben wir, wie gesagt, unser Interceptor Float. Unsere Vorbleiten Laufschwimmer mit 1 plus 1,5 zum Dazubleien. Unsere Schonhaken. Ist eine lustige Fischerei gewesen. Die Fische haben eigentlich durch die Bank gebissen. Ja, also es war recht lustig. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren, liken und beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir werden sicher wieder ein spannendes Thema für euch finden.